in der Höhle des Löwen. Danke, Frau Hüttelstein. Regionalliga Süd. Alle Spiele auf YouTube. Super, die Frau Hüttelstein 2 gegen Stratesing. 20, 20, 10, 25. Und hier ein Spitzenauto. Eine gute Antwort von Hannes Hörmann, wenn ihm beide zählen vorher, hat Jonas Becker sein Gegenüber. Eine derartig gute Überraschung, die du kannst platzieren können. Das ist die Endphase von Satz 5. Und genauso knapp ist es hier im anderen Spitzenauto, wo Max Hilf aufschlägt gegen Frankenstein Kirchi. Das war die Lücke. Da hat man gesehen, wie riskant es durchaus im Spitzensport ist, einen Stoppball zu machen. In den unteren Klassen wären vielleicht ein sehr probates Mittel. Ganz oben ist das der Ball erst schwieriger, weil die Bälle eine typische Qualität haben. Und zweitens sind die Sportler natürlich schnell genug, technisch fit genug, aus so einem Stoppball sofort eine eigene Chance zu kreieren. Geht wieder in die Endphase und es stellt sich wieder die Frage, wie selbstbewusst spielt Hannes Hörmann. Da ist es richtig günstig, erstmal die Auszeit zu nehmen. Und jetzt bitte nicht vollladen, sondern den Hannes einfach entspannen zu lassen. Einfach nur entspannen, sagen, du kannst es, du hast es drauf, du bist der Bessere. Spiel den nächsten Punkt. Neben dich genauso viel Spannung, also echte Grimmezeit wieder in Hüttelstein. Aufschlag Kötschi gegen Max Hilk. Aber mir ist das hier natürlich jetzt wichtiger. Die Spiele gibt es sowieso alle komplett auf meinem YouTube-Kanal. In der Stativaufnahme, wisst ihr ja. Was er spielt, aber am Ende dann doch nicht druckvoll genug. Und den Punkt braucht er jetzt, den muss er machen. Ja, ich will mich ja nicht wiederholen, aber da fehlt mir der Killerinstinkt. Der Ball liegt. Der Ball muss auf den Tisch. Er spielt ihn nicht mit dem Druck, den er normalerweise hat.
und zieht ihn deswegen auch ein ganz klein wenig wieder. Also die Auszeit hat nichts gebracht. Das Problem besteht, die wichtigen Bälle am Satzende oder Spielende, die spielt er nicht optimal genug.